Jeder Republikaner will große Ausgaben für soziale Sicherheit gewähren. Die Republikaner wollen Gesundheitspflege finanzieren, aber das können wir nicht. Es ist nicht fair in Bezug auf die Menschen, die jahrelang Beiträge gezahlt haben und plötzlich werden die Ausgaben gekürzt. Trotz der wiederholten Versprechen von Donald Trump, Gesundheitsausgaben nicht zu kürzen, wird er einem Dokument des Weißen Hauses zufolge, das von Bloomberg erhalten und von der Washington Post berichtet wurde, massive Kürzungen im Staatshaushaltsentwurf initiieren. Wer ist am meisten betroffen? Laut dem Dokument habe der Präsident vor, Kürzungen in Höhe von 1,7 Billionen Dollar vorzuschlagen, darunter bei Sozial- und Förderprogrammen für einkommensschwache Amerikaner, um das Budget innerhalb von 10 Jahren auszugleichen. Einkommensschwache Amerikaner scheinen am meisten betroffen zu sein, vor allem in Bezug auf Medicaid. Die mehr als 70 Millionen einkommensschwache Kinder, Erwachsene, Behinderte und Senioren abdeckt. Trumps Haushaltsplan stützt auf das von Republikanern verabschiedete Gesundheitsgesetz, welches über 10 Jahre schätzungsweise 800 Milliarden Dollar und Vorteile für etwa 10 Millionen Menschen streichen wird. Am Sonntag erklärte Chuck Schumer, der Oppositionsleiter im Senat, dieses Budget zeigt das wahre Gesicht von Präsident Trump. Seine populistische Wahlkampfrhetorik war nur ein trojanisches Pferd, um langjährig eine hart rechte Politik umzusetzen und die Superwohlhabenden auf Kosten des Mittelstands zu begünstigen. Der Washington Post zufolge würde das Weiße Haus den US-Staaten mehr Autonomie bei Armutsbekämpfungsprogrammen geben. Trump schlägt vor, die Finanzierung von Medicaid um 193 Milliarden Dollar aus dem sogenannten Lebensmittelmarkenprogramm zu drosseln. Erwerbseinkommensteuergutschrift und Kindersteuergutschrift werden um 40 Milliarden gekürzt, zum Teil durch erforderliche Arbeitsgenehmigungen. Die herkömmlichen Sozialleistungen, bekannt als temporäre Förderung für einkommensschwache Familien, werden um 21 Milliarden Dollar gekürzt. Es werden auch große Kürzungen der inländischen diskretionären Ausgaben erwartet, ursprünglich um 54 Milliarden Dollar, aber Republikaner im Kongress haben bereits viele davon abgelehnt. Der offizielle Staatshaushaltsantrag wurde am Dienstag gestellt und wir werden Sie weiterhin auf dem Laufenden halten.